Moin und herzlich willkommen zum nächsten Farmvlog. Wie man sieht, ich habe eine Sonnenbrille auf. Es ist warm und sehr sommerlich, so wie es zum Heumachen sein soll. Ich habe jetzt gerade schon mal einen Großflächenschwader geholt, so wie angekündigt, habe ich hier einen besorgt, weil ich Nachtschwaden auch noch legen wollte und mit meinen wollte ich mich da nicht abquälen. Genau, da fange ich nachher eben mit an. Heute ist Samstag und ich wollte eigentlich Montag oder Dienstag pressen, ganz eventuell schon Sonntag. Jetzt zumindest ein, zwei Mal wollte ich noch Nachtschwaden machen, damit der Tau dann nicht noch so reinzieht, weil das sowieso ja genau am Fluss ist, da kommt der Tau immer schon relativ früh und immer ein bisschen Nebel dabei. Und ich habe Angst, dass es sonst zu doll ins Gras reinzieht, die Feuchtigkeit. Und dass man das über den Tag schlecht wieder rauskriegt. Außerdem, mal was ganz Neues, hinter dem Fendt ist der Wender im Moment. Oder habe ich jetzt gerade eben hintergebaut. Weil, ja, wenn ich die Nachtschwaden auseinander machen will, dann mache ich das mit dem eben. Ich habe keine Lust, immer den Schwader abzubauen und den Wender immer hinterm IHC. Und der Fendt ist sowieso frei, dann kann der auch mal eben versuchen, ob der es hinkriegt. Aber eigentlich habe ich da keine Sorge mit. Das Einzige ist, dass die Gelenkwelle an der Grenze ist. Die hätte ein Stück kürzer sein müssen, aber es geht gerade so. Und jetzt extra Kürten für das eine Mal. Sonst ist der IHC da sowieso vor. Wollte ich das jetzt auch nicht unbedingt. So, heute war ich noch eben bei der RWG. Hab noch ein bisschen Pressgarn geholt. Ich habe Angst, dass meins nicht reicht, wenn ich da jetzt doch noch ein paar Hektar mehr mit pressen will. Muss ich mal gucken, wie viel kleine Ballen ich insgesamt machen will. Und seht ihr ja gleich. Und einen kleinen Bolzen habe ich noch gekauft für die Ackerschiene von der Presse, weil der letztes Mal abgerissen war. Und da hatte ich keinen vernünftigen mehr. Das ist einmal neu gekommen. Hier ist der neue Bolzen. Der passt hier schön durch, ist auch lang genug. Und hat auch einen Splint unten dran, also perfekt. Und Presskern habe ich gekauft. Sisal 200er. Und ich kann dann ja mal eben zeigen, wie man das verknotet. So sieht das auch so eine Rolle. Ich weiß gar nicht, wie viel Kilo da jetzt drin sind. Das ist 12 Kilo oder so. Das kann angehen. So. Hier ist die hier drin, die jetzt gerade zur Presse geht. Man geht immer aus der Mitte raus. Hier ist ja auch der das Anfangsschild. Und hier unten ist dann quasi das Ende. Ja, hier. Da steht die Rolle gerade drauf. Da ist das Ende. Ich setze mir die Kamera mal eben auf den Kopf und dann zeige ich euch, wie man so einen Knoten macht. So, ich setze doch eben auf den Kopf, dann bin ich zumindest sicher, dass das Bild richtig ist. So, hier ist der Anfang, hier ist das Ende von der alten Rolle. Dann macht man die erstmal so über Kreuz einmal, wie bei normalen Knoten. Und jetzt dreht man beide Enden einmal so ein bisschen auf vom Sisal. Einmal ein bisschen auftüdeln, so aufspleißen, andere Ende auch. Es klappt nicht immer gleich, aber ich hoffe, dass es diesmal auf Anhieb gut geht. So, dann die beiden Enden habe ich, die stecke ich so ineinander hier rein. Ein bisschen verknüdeln und dann so wieder zusammendrehen, dass sie schön ineinander haken. So, dass man fast sieht, dass es nur ein Band ist. Und dann zieht man den langsam zu. Ich sehe schon, das wird bestimmt nichts. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Ah, geht vielleicht doch. So, und das wäre der Knoten. So sieht es dann aus, relativ einfach gemacht. Das Band ist dann nicht viel dicker als hier das normale Band. Das geht eigentlich so durch den Knoten mit durch. Das ist halt dieser Spezialknoten. Wenn ich den normal zusammenknote, dann ist hier immer ein etwas dickerer Wulst. Und so halt nicht. So, das wieder schön verpacken, dass ihr das schön rausziehen kann. So, kommt raus. So, und das war's. Klappe zu. Achso, geht gar nicht, weil die zu fett ist, die Rolle. So. Ja, und dann wird die auch drin. Andere Seite habe ich eben schon gemacht. Schmier ich nachher noch eben ab oder morgen, muss ich mal gucken, wenn ich Zeit habe. Und dann kann es schon wieder ans Pressen gehen. So, dann wollen wir mal eben kicken, wie das hier alles funktioniert. Eine kurze Erklärung zum Schwader. Also zum Sterne auseinanderklappen habe ich einen einfach wegen des Steuergerätes. Hier, ich habe ja auch nur einen Anschluss. Auf Schwimmstellung gehen sie halt runter, auf Druck gehen sie wieder hoch. Dann habe ich hier noch zwei oder ein Doppelbecken, für ein Doppelbecken ein Steuergerät. Das ist für die beiden Kreisel, dass ich die noch teleskopieren kann. Brauche ich aber nicht, die sind jetzt auf schmalste Stellung und ja, ich will ja auch ein schmales Schwatt haben. Ich habe sowieso vielleicht Bedenken, dass meine Presse das nicht reinkriegt. Aber zur Not mache ich die Schwaden noch kleiner, ich muss ja nicht auf volle Breite fahren. Mal schauen. Ansonsten ist ja nicht viel bei. Ich klappe den mal eben aus, wenn ich das mit einer Hand hinkriege. Erst mal ein bisschen Druck geben, dass der frei steht. Dann ziehe ich hier das Band. Dann gehen die beiden Verriegelungen dann los, wenn man das sieht. Moment. Mit einer Hand geht es natürlich nicht.
Na komm. Ich mach das mal eben mit beiden Händen und dann zeige ich euch das. So, jetzt geht's weiter. Einmal auf Schwimmstellung, dann gehen die Kreise runter. So, jetzt nochmal eben mit der Höhe angucken. Ich stelle die Zapfwelle schon mal eben ein. Aber eigentlich müsste das, denke ich, schon so ganz gut passen. Das sieht ganz gut aus. Unterlenker können vielleicht ein Stück höher noch, so. Dann versuchen wir es mal, ein bisschen Gas geben. Tür zu. Ich fahre meinen ersten Gang jetzt ein. Na. Oder, nehme ich den zweiten gleich. Aus, würde ich mal meinen. Ein bisschen mehr Drehzahl kann ich noch geben und ein Stück schneller fahren, aber ja, das sehe ich gleich eben alles. Aber so geht es auf jeden Fall erstmal. Dann drehe ich ja meine Runden und lasse die Drohne mal eben steigen. Und dann seht ihr noch ein bisschen was aus der Luft. Soweit hat alles super hin. Gleich, wenn die geraden Strecken kommen, dann kann ich auch noch einen Gang höher schalten. Jetzt ist das nur gerade da, wo die ganzen Erdbuckel sind, da fahre ich einen Gang langsamer. Nicht, dass ich hier noch Erde mit reinkriege oder einen Arm abbreche oder was, das muss ja nicht sein. Die 10 Minuten habe ich dann auch noch mal eben, um einen Gang langsamer zu fahren. Aber so hört sich und sieht das schon wirklich sehr gut an. Das Heu ist schön trocken schon. Man sieht hier ein bisschen, fliegt das schon immer hoch, also ganz viel Feuchtigkeit kann da nicht mehr drin sein. Vielleicht doch schon morgen fressen, aber ich denke mal erst Montag. Ich habe ja gesagt, lieber einen Tag länger liegen lassen und da bleibe ich auch bei. So, ich bin jetzt auf den langen Geraden, aber ich fahre jetzt doch gemütlich im zweiten Gang weiter. Ich fahre eben im dritten. Also wenn er erstmal in Fahrt ist, geht das auch, aber beim Anfahren, da muss er etwas würgen manchmal. Das ist ja auch nicht so schön, deswegen fahre ich hier einfach langsam im zweiten weiter. Hälfte habe ich auch schon ungefähr vom Stück. Geht auf jeden Fall viel schneller natürlich als mit meinem, auch wenn ich im zweiten Gang war. Vielen Dank auf jeden Fall an Niklas, falls du das siehst. Das ist auch nicht, auch nicht auf jeden Fall verständlich, dass man sich mal in die Maschine ausleihen darf, finde ich. Das hilft mir auf jeden Fall immer sehr weiter, vor allem hier. Das freut mich immer, dass ich die so schnell wegholen darf und dass es eigentlich immer klappt. Dafür auf jeden Fall vielen Dank. So, außerdem, kleines Leck habe ich hier leider. An der Hydraulikleitung, das tropft ein bisschen. Christoph ist gerade losgefahren, holt noch einen großen Maulschlüssel.
dann ziehe ich die Leitung mal ein bisschen nach, ein bisschen Hydraulik, kippe die wieder rauf. Und dann sollte es gut sein, denke ich. Ja, irgendwie die Leitung hatte ich ja schon öfters mal gezeigt. Das war eine Zeit wieder gut, aber jetzt fängt es irgendwie wieder an. Mal schauen. Und die Hydraulikpumpe ist leider auch etwas schwach, deswegen muss ich am Vorgewende immer etwas länger anhalten und die beiden Sterne hochpumpen lassen, aber es geht. Alles gut soweit, ich kann mich nicht beschweren. Ja, den Fan mit dem Wender gibt es jetzt leider doch nicht zu sehen. Ich habe mich umentschieden und zwar habe ich das mit dem großen einfach einmal in Schwatt gelegt und dann wollte ich es wieder auseinander machen. Aber ich habe das jetzt einfach im Schwatt einmal mit meinem kleinen nochmal rüber gedreht. Also gar nicht mehr auseinander gemacht, sondern einfach das ganze Schwatt umgedreht. Das habe ich heute nochmal gemacht und gestern einmal und ja, jetzt geht es gleich schon mal die erste Tour ans Pressen. So, der erste kleine Wagen ist schon mal eben abgepackt, jetzt kommt der nächste. Ja, das ist jetzt, weiß ich nicht, kurz nach 10 oder so. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, aber es nützt ja nichts, ne? Morgen geht es dann weiter mit dem Rundbeinpressen, eventuell noch ein paar kleine Ballen. 70 Stück sind jetzt schon oben drauf auf dem Boden. Insgesamt die Presse hat den Zähler 430 oder so. Ungefähr 50 Stück waren auf, weil die eine Knoten ist irgendwie ein bisschen... ist ein bisschen Sisal drin, die muss ich nachher mal sauber machen. Oder morgen, nicht nachher. Genau. Und 120 Stück hat unser Pächter jetzt schon gekriegt. Das war ja so abgemacht. Und mal gucken, wie das morgen dann weitergeht. Morgen kommt die Rundbeinpresse auf jeden Fall. Und mal sehen, ob ich noch ein paar kleine mache. Aber ich könnte jetzt auch meinetwegen gerne ins Bett. So, jetzt nochmal eben im Hellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Die zwei Anhänger hatte ich mir jetzt noch ausgeliehen zum Ballenfahren. Ja, hier gehen auf jeden Fall mehr kleine Ballen drauf als auf meinen Kipper. Das war auch sehr praktisch, dass ich die hatte und jetzt will ich da gleich auch noch mit Rundballen fahren. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät ist das? 9, kurz vor 9. Ich schwarte das gleich alles nochmal um, dass der Tau da rauskommt. Irgendwie um 11 oder 12 fahre ich los. Und um 2 kommt die Presse ungefähr. Mal gucken, ob ich da noch kleine Ballen, ein paar von mache. Muss ich mal schauen, aber der größte Teil soll jetzt eigentlich noch mit den Rundballen. Aber das werde ich gleich nochmal sehen, wie viele Schwaden davon wegkommen. So, 250 Ballen sind jetzt hier schon auf dem Boden und 120 hat mein Pächter gekriegt schon mal davon. Und dann wollen wir nochmal abschnacken, wie wir das jetzt genau machen, ob er noch ein paar kriegt. Und ja, das klärt sich schon alles jetzt. So, ich spare jetzt alles das letzte Mal um. Heute wird ja endgültig alles gepresst. So sieht das jetzt aus. Ich mache das, weil in der Mitte jetzt von den Schwaden immer noch ein bisschen Tau drin sitzt. Das hier in der Mitte habe ich gestern noch alles gar nicht umgespartet, nur einmal umrum die Vorgewänden und... Da hinten, da haben wir schon alles da haben wir alles weggepresst mit der kleinen Presse. Da hatte ich das gestern einmal umgespartet. Aber das hier in der Mitte ist ja gestern gar nicht bewegt worden. Deswegen fahre ich jetzt noch eben einmal rüber, damit es auf jeden Fall trocken ist. Ja, ich fahre jetzt ziemlich langsam. Ich hatte sonst das Eingang höher. Aber dann nimmt der Spade mir das nicht schön genug mit und dann wirft das zu weit weg. Ich habe das Spattuch hier im Moment auch nicht dran. Das muss ich nochmal richten, deswegen ja, Eingang langsamer. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis die Presse kommt. So, auf 1,35 Meter lasse ich jetzt pressen und ja, sehen so ja ganz gut aus, die Ballen. Da kommen anscheinend auch ganz schön welche raus. Ich denke mal jetzt pro Schwatt
zweieinhalb ungefähr, zwei bis zweieinhalb. Und dann lässt er mir jetzt noch 6-7 Schwaden liegen, der mache ich dann einen kleinen Ball noch. Und dann habe ich auf jeden Fall genug Heu, denke ich. Ich hoffe, ich komme dann noch mit meiner Forke rein vom Trecker. Die sind zwar etwas weicher jetzt schon drin gestellt, aber ja doch, eigentlich müsste das gehen. Ja, und dann hole ich die gleich immer alle weg. Ich lasse die Drohne jetzt noch einmal fliegen. Und dann geht's weiter. Sind auch alle gepresst, wie man sieht. Ja, könnt ihr vielleicht nicht ganz sehen. Irgendwie um die 40 Stück sind das. Muss ich gleich nochmal eben zählen. Aber irgendwas mit 40 Stück hat er gesagt. Ja, wir pressen hier jetzt eben die restlichen Schwaden auf. Ein paar Schwaden habe ich gesagt, soll er lassen für uns. Die machen wir jetzt eben fertig und dann fahren wir die Rundballen auch nach Hause. Der erste Wagen ist fast voll, ein Wagen kommt oben jetzt noch rauf. Nur der zweite Wagen, das ist ein bisschen scheiße, weil die Klappe da, ja, die ist nicht festmachen. Da ist sie ja fest, aber hier geht die leider nur, ja, dass sie runterhängt. Deswegen habe ich die hinteren Ballen jetzt so gesetzt und oben einen rauf. Ich hatte Angst, dass wenn ich die so mitlege, dass sie da an der Seite runterkullern irgendwann, weil ich hier ein bisschen bergauf fahren musste, die Auffahrt. Mal gucken, wie das bei dem Wagen aussieht. Wenn das nicht zu doll kullert, dann mache ich die hinteren Ballen gleich auch so bei der nächsten Tour. Und ja, entweder fällt ihr jetzt gleich runter oder nicht. Da habe ich ja nur einen in der Mitte und hier zwei. Mal sehen, was besser ist.
So, die letzten 10 Rundballen sind jetzt auch gerade da. Wir haben jetzt zum Glück noch eben Weidemann zum Abladen. Und die kommen jetzt hier alle schön hingestapelt. Irgendwie sieht das auf der Kamera alles so dunkel aus. Jedenfalls hier liegen sie jetzt. Mit dem Fendt das Aufladen ging eigentlich auch sehr gut. Ja, ist ganz schöner Haufen geworden auf jeden Fall. Ich muss das gleich mal eben ausrechnen, wie viele kleine Ballen und große das jetzt insgesamt zusammen sind. Das sage ich dann eben noch Bescheid. Aber so ein Weidemann ist auf jeden Fall echt praktisch. Aber die kannst du ja nicht bezahlen, wenn die... So für mich macht das eigentlich keinen Sinn, einen zu kaufen. Der wird zwar super hier hinpassen, aber unter 10.000 kriegst du auch keinen gebrauchten. Und ja, dann lohnt sich das auch nicht, ne? So, und die letzte Heuernte wird dann auch geschafft. Ich denke mal zumindest, dass die letzte war. Wir können mal eben kurz Revue passieren lassen. Irgendwie ganz viel habe ich gar nicht gefilmt, glaube ich, vom Pressen und so. Zumindest glaube ich das. Werde ich gleich beim Schneiden sehen. Hat eigentlich alles durchgehalten. Einmal hatte die Presse eine kleine Macke. Und zwar die Rutschkupplung von der Pickup, die ging immer. Hier ist ja, man sieht das sowieso nicht. Da ist eine dicke Feder und die drückt so eine, ja, Klauenkupplung, kann man eigentlich sagen. Das sind so Zähne, die ineinander fassen. Wenn es zu schwer geht, rutschen die einmal über. Und ja, das hatte die ganze Zeit, ich weiß nicht warum. Ich habe die Feder strammer gestellt, dann wollte es zuerst auch nicht, dann habe ich die noch viel strammer gestellt und dann ging es irgendwann. Und ja, da hat es auch gut durchgehalten. Jetzt zieht gerade ein schönes Gewitter auf und das fängt an zu tröpfeln. Deswegen will ich jetzt mal eben schnell rein, die Ballen noch zeigen. Also kleine Ballen waren das jetzt irgendwie ca. 650, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe. Ich habe den Zähler ab und zu wieder auf 0 gestellt. Und 41 Rundballen. Und 10 Stück wurden jetzt schon gerade eben abgeholt. Na, sieht man gleich was. Bestimmt auch nicht gut. Hier liegen sie. Wie gesagt, die letzten haben wir mit dem Weidemann hier eben reingedrückt. Das geht natürlich viel schneller. Und ist ein schöner Haufen geworden, wenn man das so sieht. Ich zeige das im nächsten Vlog vielleicht nochmal im Hellen. Und ich gehe jetzt nochmal eben schnell auf den Boden. Ich mache da mal eben Licht an. So, hier ist alles aufgestapelt. Fast bis zum Giebel hoch. Ja, war eine ganz schöne Arbeit, aber macht ja irgendwie auch Spaß. Aber ich bin froh auf jeden Fall, dass ich den Rest in Rundballen gemacht habe. Mal gucken, ob ich das hier so mitkriege, den Strahler. Dann können wir vielleicht die Rundballen doch noch von hier sehen. Ganz vielleicht ist das Schilfheu auch schon weg. Mal gucken, wenn das klappt. Dann ist das mit einem Schwung einmal verkauft. Oh. Das wäre mir ja ganz recht. So. Da liegen sie doch. Aber die hinteren sind leider mir weggerutscht mit dem Klinkenfrontlader. Das ging nicht so schön, aber hält ja zum Glück. Die Katze turnt da noch eben rum. Und wie gesagt, 10 Stück sind jetzt weg, also liegen da noch 31 Ballen müssen das dann sein. Jo, das soll es auch gewesen sein. Ich habe bestimmt eine mega Sturmfrisur. Ich habe den Schwader nämlich eben weggebracht. Eigentlich wollte ich die beiden Kipper auch noch wegbringen, aber jetzt beim Gewitter habe ich da auch nicht so Lust zu. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, das Material reicht. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie viel das ist. Danke fürs Zusehen. Guckt gerne beim nächsten Mal auch wieder rein und folgt mir auf Instagram. Und dann würde ich sagen, bis hoffentlich nächste Woche. Seht zu.